Hallo, nicht so schnell. Und die Pferde drehen total durch. 200 Tonnen Masse hinter sich gezogen durchs Dorf. 1,3 Kilometer. So, die ersten Minuten kommen jetzt schon. 15 Uhr. Die letzten Oldtimer müssen dann draußen parken, wenn es so weitergeht. Wie jedes Jahr, Arno ist auch da. Moin, moin! Der traut sich aber was. Das muss am Haken. Und das soll der Trittrecker sein, der gleich an die Leiter kommt. Der kommt an die Leiter ran. Schöne alte Osttechnik! So, das sind unsere beiden Knöchel für dieses Wochenende. So, jetzt wird erstmal die Straße abgesperrt. So, viel Gas, rechtes Gas. So. So. So, für alle. Extra für euch die Kühlkopfklasse. Ja, ich weiß. Na? Bulldog-Biene ohne Bulldog. Ja. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Nee. Räumt ihr mal ab. Und auf dem ersten Platz der Hanomag Manfred Eilers. Herzlichen Glückwunsch, Klasse 2. Eigentlich könnten wir seinen Koffer ja auch dahinter binden. Ich wollte gerade sagen, wenn deine Befresse geht. Und dann hat er genug dran, ne? Also, die Hände.
Kubikmeter. Ah, jetzt seht ihr, was er kam. Ja, guck an, aber die ersten Wirkungen kommen. Oh, oh, jetzt kommt er. Halt auf, gib mir um. Jawohl. Oh, oh, jawohl. Er schlüpft mit der Aggressive. Ah, oh, das ist können. Man merkt immer, das nicht zum ersten Mal. Das sieht mir so aus. Aber ein bisschen muss er noch. Ah, schade. Sehr schade. Aber, komm, aber es war fürs Auge. Es war fürs Auge. 70 Meter und 11, Applaus. Unsere magische Grenze von heute Morgen von 50 Metern geht relativ gut. Ja, aber 56,30 kann ja gar nicht sein. Oder sind die selbst gefahren? Du bist der Dritte, Mann. So, stellt euch mal hin, wie das also gewesen ist. Ihr kennt das doch alles. Ach, Robert, du bist auch dabei. Ja. Dass ihr das so rausgefunden habt, ganz alleine ihr drei, ne? Dann ja, eigentlich können wir nach Hause gehen. Der dritte Platz, Robert Rath, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist doch gut. Der zweite Platz geht an Wolfgang Spogis auf seinem Deutz. Herzlichen Glückwunsch. Und Manuel Eilers. Hallo Marc, Platz 1 in der dritten Klasse. Auch dir herzlichen Glückwunsch. Ja, sein der zweite. Der zweite, glaube ich, ne? Guido. Guido, ja. Das wäre die Steigerung. So, ein schöner MRM. Klasse sich schlägt hier an der ominösen Grenze von heute Morgen, 45-50 Meter, ganz schwieriger Punkt. Ja, das muss ich schon. Wow. Oh. Ich hab gedacht, André wollte die Pflaster da hinlegen, die Pflastersteine. Hat er nicht gemacht. Ja, nächstes Mal ist alles anders. Er kriegt hier nichts fertig. So, was macht er? Ja, sieht gut aus. Langsam gleichmäßig und jetzt jawohl. Den Applaus bitte. Jawohl. Ja. Oh, gewisse Taktiken gibt es, die haben wir noch nicht verstanden. Oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Upsa. Halt mal lieber an. 34,82 Meter. Sieht größer aus. Der Trecker meine ich. Pull. Muss ja gleich mal gucken, was sollen wir dem machen?
Hallo ihr beiden. Hallo Niki. Beiner Freund. Hallo. Ah, Peters neue Kamera. Fast aus wie ein Fahrfehler. 60-87. Ich wollte eigentlich sonst mitfahren bei dir, aber Mann, ist das hier kalt und windig.
Dritte ist stramm, da reicht das. Ja. So. Dritte stramm reicht heute für Full Pull. Dritte stramm. Oh, oh. Pass auf, da ist ein Hakel. Zwei die Hakel. Zimmerkeil lang den Sponsor der Bahndienstarbeit hier. Marquis. So, zweite Stechen haben wir jetzt. Da kommt er immer ein. So, offensichtlich ist dem Bagger das Geld ausgegangen. Jetzt sind wir fertig. Ja. Für die zu spät, Komma. Wir sind immer noch im Stechen. In der vierten Klasse. Immerhin, schönes Ding. Ja, gibt noch viele schöne alte Schlepper hier in der Gegend. Ja, Schinibad, ne? Oh, oh. Also kannst du mir ja mal erzählen, aber mit der Anzeige stimmt irgendwas nicht. Ja, das haben wir eben auch gerade festgestellt. Die ist eben ganz kurz auf Null gesprungen. Der ist wir hatten jetzt die Hoffnung, dass er durchzieht. Ja, das tut er leider nicht. Ne? Das Ganze können wir nochmal machen. Ja. Alter Schwede. Schönes Ding. So, dann notieren wir 71,66. Hier. Jorge Riese im Stechen. Wenn er jetzt durchzieht, dann ist alles entschieden. Ergebnis bekannt. Stefan Wert, Platz 3 in der Klasse 4. Herzlichen Glückwunsch. Auf Platz 2 Jorge Riese. Auch dir. Herzlichen Glückwunsch. Lange Anreise mit Bullock. Hier steht ja kein Ort bei. Wo ist das? Wie heißt das? Willst du? Oha, zu hoch. Der hat so hart nicht Oha. Ne? Ne. Er auch nicht, er ist eh nicht. Oha. Lange Rede, kurzer Sinn. Lars, herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 in der Klasse 4.
erste Siegerehrung vornehmen. Aber gleich kommen wir noch bei Heidel, ne? Ja. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Interessant ist er jetzt. Ich glaube, wir müssen noch mal. Wir müssen noch mal. Oh ja, wir müssen noch mal. Riesenapplaus bitte auf der gesamten Bahn. Auch hier noch mal ein Full Pull. Bedeutet natürlich, dass wir stechen müssen. Pass auf, pass auf. In Schwerin. Dort ist André auch Leiter des Museums. Und das Fahrzeug, was sich da unten auf der Strecke ist. Er ist dann mit der Drohne $65,99.
andere hatte? Weiß ich nicht. Mecklenburg-Vorpommern, jetzt unter der Leitung von André. Das ist auch gleichzeitig internationales Feuerwehrmuseum. Das ist das deutschlandweit größte Feuerwehrmuseum. Hast du den Pokal schon in der Hand oder was? Das von eben, ne? Stell mal auf die Halde. Platz 3, Jorge Riese. Klasse 5, herzlichen Glückwunsch. Ist er genauso hoch wie der? Auch Platz 2, Maximilian Wüstrach. Auch dir. Congratulation. Was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Du sprichst mehrere Sprachen. Der Kleine. Und Nick Starke, wieder herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 in der Klasse 5. Ja, Applaus. So, Jude, du. Pokale hoch. Jetzt brauchen wir mal, nehmen wir den ganzen Kram mal mit hier. Also das Museum hat immer geöffnet vom April bis Oktober. Wer noch nicht da war, das lohnt sich auf jeden Fall. Auch für Kinder. Dann. Euro 6. Alter Schwede. Ich sag mal, Stresemannstraße tauglich. Ja. Kannst du alles wieder abhusten. Der droht hier immer noch umher. Das ist ein Drohnentag. Drohnentag? Was ist das denn? Bergsteiger. Oh. Raus!
der Film nicht. Ich bin noch nicht im Film. Ach, ich hab's vergessen. Dann siehst du das schon da, dass die Kamera so tief hält. Das ist der Kopfhörer. Ja, das ist der Kopfhörer, genau. Wenn der Helm hat, aber dann nicht mehr die Platte fährt. Das ist Wahnsinn. Vorne wieder, da findet sich nichts. Das andere Endeffekt wieder mal angehalten. Jetzt kann ich mal wieder auf, wenn die Linie ist. So, das ist Kai Landbehn, der ist heute für die Bahn zuständig. Vielen Dank, Kai. So, wir sind jetzt Oldtimer, freie Klasse. Langbein fängt an, hat einen neuen Fahrer drauf. Gucken wir mal, wer das ist. Der Remo ist auch noch da.
auch noch drauf. Wer weiß, dass da hinten der See ist, ne? Ja. Hoffentlich hat er ihm gezeigt, wo Kupplung und Bremse ist. Ja, oh. Bis jetzt, aber er fährt noch. Guck ihn mal einer an, das andere. Oh. Er ist angehalten. Also lass nur mal schön mal das Tobias still sein. Hast du die Weite? Ich sehe jetzt erstmal 62,35, ich schreibe mir erstmal auf. Was ist denn? Dennis Lübers ist da. Dennis Lübers auf ein 14,55. Aber die Hopp? Ja. Ja. Wir jetzt immer noch so ein Gerät haben? Ja. Okay. Der ist ja ungeschminkt, ohne hier... Ja, im Original gibt es da noch Grundgewichte dabei. Und das ist nicht der Fall bei dem. Was hast du? 12,08. Mando. 60,27. Ist egal, was er gemacht hat, aber das Bremswagen-Team ist jetzt wach, wenigstens. Schön 1300, ja. So, das blaue Wunder. Ja, ist auch vorsichtig. Und seine Bahn.
Anita Polpol. Super. Ja, riesen Applaus. André Matheil, Polpol. Der mit dem Storch drauf. Der Jürgen kennt den Storch. Der Jürgen, der weiß, dass er das am Messer hat. 79er Baujahr, 150 PS. Da sind die auch nicht so warm, das sind dann Riesen. Das sind auch selber. Und den dazugehörigen Pull-Pull. Applaus! Das sind auch selber, die keiner mehr haben wollte damals. Was ist das jetzt, Thomas? Wir brauchen so ein komisches...
okay, ich muss mitnehmen. Ja, jetzt. Zurückgezogen und sein Zug nicht werden lassen. Vielen Dank an Sie dafür. Nadine Kohn auf Platz 2, Klasse 12. Immer noch die einzige Frau im Starterfeld. Das zweite war auf dem Podest. Mädels, Jungs, riesen Applaus. Auch da unten, ja. Ekstase jetzt mal da. Und auf Platz 1 in der freien Klasse, Klasse 12, Philipp Heinz. Herzlichen Glückwunsch! Alles richtig gemacht! Ja. Vielen Dank euch! Herzlichen Glückwunsch an alle Platzierten! So, wir sind jetzt im Stechen. Klasse 10, 56,84. Ist die Weite. Das ist von Major Prinz mit seinem Fortschritt, CMT323, 100 PS. Und ich denke. So, jetzt erstmal Jörg Prinz mit seinem Fortschritt. Stechen 10. Klasse.
zur Seite. Zumindest gucken wir jetzt Richtung Sonne. Ich kann sie erahnen. Guck mal. Aber die müssen ja jetzt hoch und wieder runterfahren mit dem Ding. Sicher, sicher. Okay. Im Kreis. So. Bist du Sonntag in der Nähe von Rena? 10 Meter 10 sind zu schwer. Ich wusste gar nicht, dass da was ist. Rena. Wollen wir gucken, dass wir eben schon springen?
hast du noch. So, das ist Kai Langbeen, der ist heute für die Bahn zuständig. Vielen Dank, Kai. Nochmal. Weil Franz fährt. Nicht sein Sohn. Gut. Das muss sein. Das ist alles weg. Zeig da mal. Lass mich gucken. So. So. Ich muss jetzt schon spritzeln, weil ich glaube, Franz kommt weiter als André. Das sind die Kinder, die mitfahren sollen. Hallo? Kinder? Seht mal zu, dass ihr unten wegkommt. Zack, zack. Pass auf, was ich sag. Franz fährt weiter als André. Ja, hoffentlich. Ich gehe mal davon auf. Pass auf. André ist noch halb im Maschinenraum. Der macht kurz Ölwechsel noch. Weil der ist noch nicht so nervös wie André. Ja. Würde mich nicht wundern, wenn er bei 75 Meter sagt, so, du halt mal einen Sammel, Alter. Ich bin gleich da. Und das scheitert auf die Lebenserfahrung. Ne? Ja, Franz. Du da? Warte. Ja, André Sohn ist schon jetzt bei der DR. Oh, Andi, vielleicht hätte sie mal der Wertung fahren lassen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Ich wollte nur drum fahren. Feuer die Bahn, dass er jetzt gestartet wurde. Der fährt einfach und sieht keinen Kopf. Ist egal. Aber er fährt einfach. Der wird gleich sagen, schon zu Ende, Papa. Was soll das denn? Da war nur so ein Mann. Schmeiß mal einen Euro. Applaus, Pull, Pull. Super, super, das hast du gut gemacht. So. Guck dir das an, Logo. Jürgen Spann. Jürgen Spann steht neben seinem Schüter. Und der Fahrer ist so groß wie ich.
so dass er 20 Jahre oder 30 Jahre jünger ist. Kommt das Spieler hier gleich hoch. Ich weiß nicht, ich denke mal 10 Jahre, vielleicht ist er 11. Älter ist er nicht. 12 ist er, höre ich gerade. Also ist der Träger ja auch größer als der Träger. Ich könnte noch mal anfeuern hier, hat er mal gegeben. Kannst gleich aufladen. Erster Platz, Thomas Martens. Herzlichen Glückwunsch. Immer weiter applaudieren, das Eis hier nicht ab. Prima, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Wir müssen erstmal wieder dran. Auf Platz 2, Robin Martens. Und auf Platz 1, Thomas Martens. Der nimmt alles entgegen dafür. Herzlichen Glückwunsch euch in der Klasse 9. Applaus. Ja. Man muss ja nichts über Kohle gewinnen, aber man kann ja ab und zu auch mal rausgehen unter Leute und Spaß haben. Ja, ich weiß. Aber das lässt ja Magen eigentlich immer. Ich kann es gerade vorteilen, mein Peter. Mit der Klasse 10 auf Platz 3. Nadine Bohr, einzige Frau hier im Starterfeld heute. Frau für Sie. Herzlichen Glückwunsch. Dreimal erst, also dreimal erst. Du hast dreimal die erste Woche, hast du denn dreimal den ersten? 50, 60 bis 70 und 70 bis 80. Du hast von einem Anhänger gemessen. Robin mit dem Ball. Du hast einen Anhänger mitgebracht. Ja. Jerry hat gerade den vierten gemacht. Herzlichen Glückwunsch euch. Noch einmal Familie zu sein, fast gesagt. In der 11. Klasse, Platz 2. Ich brauche auch mal ein bisschen Bestätigung. Guck mal, Tobi, das hast du total. Herzlichen Glückwunsch zu Platz 1 in Klasse 11. Weißt du, wann ich das immer höre? Natürlich fürs Foto, oh. Weißt du, das erste, oh. Zweite. So gegen 5. Dann höre ich das immer. Ja? Genau. Ja, herzlichen Glückwunsch euch nochmal. Das hast du toll gemacht. Wie sehen Sie hier aus? Oh, oh Mann, das ist aber auch mal gut, ne? Die Modder fliegen, glaube ich. Wo waren alle von der Bahn? So, ich wäre allerdings für Paltach offen geworden. Ja. Die Modder fliegen, glaube ich. Wo waren alle von der Bahn?
Ich wäre allerdings für Kaltdach offen geworden. So. Also hier sind die Bulldog-Leute und die können kein Ende finden. Ich glaube, wir müssen hier langsam mal andere Seiten aufziehen. Müsst ihr nicht nach Hause, Jungs? Alles Träger, alle kaputt. Komm nicht nach Hause. Ich bin trocken, darf nicht mehr fahren. Jungs?